Zuschauerinnen und Zuschauer zu EWTN News, live für Sie aus Rom. Hier hat am Sonntag die Bischofssynode begonnen. Das Thema: die Berufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute. Schon seit vergangenem Herbst begleitet uns dieses Thema und wir werden jeden Tag aktuell aus dem Vatikan für Sie berichten. Am Sonntag hat Papst Franziskus die Familiensynode offiziell mit der Messe eröffnet im Petersdom. Und bereits am Samstagabend haben sich Zehntausende Pilger auf dem Petersplatz versammelt, um gemeinsam mit ihm für die Synode zu beten. In seinen bisherigen Ansprachen hat Papst Franziskus vor allem für eins geworben: den Blick fest auf Christus zu richten. Die einzige angemessene Methode einer Synode sei die Öffnung für den Heiligen Geist. Und dafür brauche es drei Dinge: apostolischen Mut, eine Demut, die dem Evangelium entspricht, und vertrauensvolles Gebet. Gestern gingen die Beratungen los. Alle Synodenväter haben sich in der Aula versammelt. Und hier im Studio begrüße ich jetzt bei mir Robert Rauhut, unseren Experten zur Synode. Guten Abend, Pia. Robert, du hast die Entwicklungen des letzten Jahres, aber auch der letzten Tage verfolgt und das, was Franziskus selber in seinen Ansprachen gesagt hat. Und der Heilige Vater hat von den Synodenteilnehmern Mut eingefordert, und zwar apostolischen Mut. Was heißt das? Mut, Parisia, heißt vor allen Dingen in den Diskussionen offen und ehrlich seine Argumente, seine Standpunkte, seine Erfahrungen einzubringen. Das heißt vor allen Dingen auch, dass nicht das Argument der Stärke gelten soll, also der am lautesten spricht, sondern der am überzeugendsten spricht. Und natürlich immer in Treue und Liebe zum Glauben. In Treue und Liebe zum Glauben. Der Heilige Vater benutzt insgesamt eine recht geistliche Sprache. Und wir wollen gleich mal reinhören, was Papst Franziskus in der Synodenaula bei den einleitenden Worten gesagt hat zu seinen Mitbrüdern im Amt. Ich möchte daran erinnern, dass die Synode kein Kongress, kein Sprechzimmer, kein Parlament oder Senat ist, wo man sich ins Einvernehmen setzt. Nein, die Synode ist ein kirchlicher Ausdruck, das heißt die Kirche, die miteinander unterwegs ist, um die Wirklichkeit mit den Augen des Glaubens und dem Herzen Gottes zu lesen. Es ist die Kirche, die sich über die Treue zum Glaubensgut befragt, das für sie kein Museum ist, das es anzuschauen oder bloß zu bewahren gilt. Vielmehr ist das Glaubensgut eine lebendige Quelle, an der die Kirche ihren Durst stillt, um den Durst des Lebensgutes zu stillen und zu erleuchten. Wir sind also nicht im Parlament. Und es geht auch nicht um Konsensfindung. Worum geht es denn dann? Also, wie du richtig bemerkst, es geht nicht um die Konsensfindung. Das ist ja ein Aspekt, der ganz besonders von manchen Synodenvätern unterstrichen wird. Man muss natürlich immer aufpassen, wenn man vom Konsens spricht, dass es nicht darum geht, dass man sozusagen zwischen zwei Positionen immer die Mittelposition wählt, sondern man soll ja eigentlich auf der einen Seite die Wahrheit suchen und man soll sie natürlich in der Liebe suchen. Das, was der Heilige Vater ja auch in dem Clip gesagt hat, dass auf der einen Seite es darum geht, sozusagen mit dem hörenden Herzen und mit dem Herzen Gottes diese Perspektive wahrzunehmen. Ein Highlight war mit Sicherheit auch gestern die einleitende Ansprache von Kardinal Peter Erdö. Die hat schon mal gleich für Furore gesorgt. Was fandest du besonders spannend bei seinen einleitenden Worten? Also Kardinal Erdö ist ja der Generalrelator, also der Generalberichterstatter der Familiensynode. Und er hat eine Rede gehalten, die sich sehr eng an einem Dokument orientiert hat, das der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen in Jerusalem in diesem Jahr verabschiedet hat. Und im Prinzip hat Erdö damit nicht nur seinen eigenen Standpunkt kundgetan, sondern einen Standpunkt, den auch viele europäische Bischöfe vertreten. Und auf der einen Seite hat er gesagt, mit Blick auch auf dieses Thema der wiederverheirateten Geschiedenen, dass man sich da an dem orientieren solle, was bisher auch Lehre der Kirche ist. Er hat sich da explizit auf familiares Consortio berufen. Das ist ja ein wichtiges Schreiben von Johannes Paul II. Und genauer gesagt auf die Nummer 84, wo der Umgang mit den wiederverheirateten Geschiedenen thematisiert wird. Und er hat deutlich gemacht, man muss mit Liebe
und mit einem hörenden Herzen auf diese Menschen zugehen und sie begleiten. Sie sind ja Teil der Kirche, aber es geht nicht darum, hier einen schnellen Weg zur Kommunion zu ebnen. Das hat er ganz klar unterstrichen, ganz klar deutlich gemacht. Auf der einen Seite hat er auch gesagt, man muss sich auf die Familie an sich konzentrieren, auf die Familie, die heil ist, und nicht nur auf die Peripherien schauen. Der Kardinal Napier aus Durban, einer der Präsidenten der Synode, hat das ja dann später auch aufgegriffen mit einem Tweet. Ne? Wir kriegen ja mit, dass die Bischöfe Blogs führen, twittern, auf Facebook ihre Nachrichten abgeben. Manche geben auch Interviews, also sie sind selber auch sehr aktiv, Nachrichten auszutauschen. Und er hat gesagt, die Überraschung des ersten Tages war, man hat sich nicht an den Peripherien bewegt, sondern man hat wirklich die heile Familie in den Mittelpunkt gestellt. Die natürlich auch die heile Familie immer wieder sich in Spannungen wiederfindet. Aber wenn ich richtig mich erinnere, hat er auch gesagt, dass die barmherzige Begegnung mit allen Menschen, die in der Kirche Hoffnung suchen, immer auch eine Einladung zum Wachstum und zur Umkehr ist. Richtig. Das ist ja ein Weg, wie auch der Synode ja ein Weg ist, der nicht abgeschlossen ist. Also ein Prozess, den wir ja alle gehen. Ob das jetzt Eheleute sind oder ob das auch alleinstehende Personen sind. Wir sind ja alle sozusagen zum Weg des Glaubens berufen und eingeladen. Wichtig ist, was er natürlich auch unterstrichen hat in dieser Rede, ist, es gab ja im Vorfeld diese Diskussion, inwiefern die katholische Kirche sich an der orthodoxen Praxis, also der orthodoxen Kirchen, orientieren sollte. Und da hat er gesagt, da müssen wir eigentlich eher auf unsere lateinische Tradition gucken. Was besagt die lateinische Tradition? Also die lateinische Tradition kennt ja an sich nicht die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion, während die orthodoxen Zweitbeziehungen etwas anders sehen. Der letzte Punkt, auf den man noch hinweisen kann mit Blick auf die Rede, ist die Diskussion um die Gradualität. Das haben auch teilweise deutschsprachige Synodenväter angesprochen, schon bei der letzten Synode. Das heißt, man nähert sich langsam an ein bestimmtes Ideal an. Dagegen hat Kardinal Erde gesagt, im Prinzip, wenn wir vom Guten und Schlechten reden, wenn wir vom Wahren oder Falschen reden, gibt es keinen Mittelweg, sondern man muss sich letztendlich entscheiden. Und hat damit eigentlich auch diesem Gradualitätsprinzip eine Absage erteilt. Man muss natürlich sehen, die Rede, die er gehalten hat, ist nicht letztendlich das Dokument, über das dann beraten und abgestimmt wird. Das heißt, die Gradualität bezieht sich auf unsere kleinen Schritte, die wir in eine Richtung gehen können, um als Person zu wachsen. Genau. Die Frage ist beispielsweise dann, inwiefern aber in einer zivilen Ehe sozusagen das verwirklicht ist, was in einer sakramentalen Ehe ist. Gestern Abend fand auch eine gemeinsame Pressekonferenz der deutschen Synodenteilnehmer statt. Kardinal Marx ist dort zu Wort gekommen, hat sich geäußert, er erhofft für sich und für die Synode, besser gesagt, dass wir zu einem Weg kommen, der weiterführt, sagt er. Sonst bräuchten wir gar keine zweite Synode. Das hat ja im letzten Jahr schon begonnen. Und Marx wünscht sich, dass das auch durch die Diskussionen in Gang kommt, dieses auf einen weiteren Weg kommen. Hat er dazu auch inhaltlich was geäußert? Also Kardinal Marx hat vor allen Dingen unterstrichen, dass, also nachdem er die Relatio von Erde gehört hat, hat sich wohl auch geäußert in der Synodenaula, dass das Dokument, die Rede, ihn an den Ausgangspunkt vor der letzten Synode erinnert, eigentlich an den Ausgangspunkt vor dem Konsistorium und dieser berühmten Rede von Kardinal Kaspar vor den Kardinälen im Februar 2014. Und er meinte, eigentlich haben wir einen synodalen Weg beschritten, wir sind also ein Jahr weiter. Und auf der anderen Seite verspricht er sich natürlich auch in den Diskussionen eine größere Öffnung in den Fragen, wo Kardinal Erdö eine andere Meinung vertritt. Das ist ja auch der synodale Weg, dass da verschiedene Meinungen aufeinandertreten. Und das hat er besonders unterstrichen und hervorgehoben. Hat man aus den deutschen Teilnehmerkreisen noch andere Dinge gehört bislang? Ja, also Erzbischof Koch hatte ja auch an diesem Tag das Plenum ergriffen und er hat über die Konfessionsverschieden in Ehen gesprochen und war wohl der erste der Synodenväter, der die Rede ergriffen hat. Anders im vergangenen Herbst bei der außerordentlichen Synode gab es in diesem Jahr einige Veränderungen. Das heißt auch, dass die kleineren Sprachgruppen eine größere Rolle spielen, mehr Zeit ist für die kleinen Beratungen
Und es werden auch tatsächlich täglich deren Protokolle veröffentlicht. Was lässt sich da erwarten, auch an unterschiedlichen Stimmen, je nach Sprachgruppe? Also ich kenne noch nicht die genauen Teilnehmer der einzelnen Sprachgruppen. Die wurden heute veröffentlicht oder sollte heute mitgeteilt werden. Aber es gibt natürlich auch eine deutsche Sprachgruppe und es wird natürlich sehr interessant werden, wenn beispielsweise in dieser Gruppe einerseits Kardinal Kaspar und andererseits Kardinal Müller zusammentreten und dann auch diskutieren. Vielen Dank. Wir werden in Kürze zu einer Pause übergehen und wir möchten die aus Anlass der Synode mit dem Gebet beginnen. Anschließend haben wir im Studio einen Experten zu Gast, dem wir auch jede Menge knifflige Fragen stellen können. Bleiben Sie also dran und jetzt kommt das Gebet, das offizielle Gebet zur Synode und wir leiten Sie herzlich dazu ein, einfach mitzubeten und alle Synodenväter und den Heiligen Vater mitzutragen dabei, die wichtigen Überlegungen, die auch pastoral für die Menschen von Bedeutung sind, wo viele auf Lösungen warten, zu begleiten. Bleiben Sie weiter. Jesus, Maria und Josef, in euch betrachten wir den Glanz der wahren Liebe. An euch wenden wir uns voll Vertrauen. Heilige Familie von Nazareth, mache auch unsere Familien zu einem Ort der Gemeinschaft, zu einem Heim des Gebets, zu einer authentischen Schule des Evangeliums und zu einer kleinen Hauskirche. Heilige Familie von Nazareth, nie mehr gäbe es in unseren Familien die Erfahrung von Gewalt, Egoismus oder Spaltung. Wer gekränkt wurde oder Anstoß genommen hat, finde bald Trost und Heilung. Heilige Familie von Nazareth, möge die kommende Bischofssynode allen die Heiligkeit, die Unantastbarkeit der Familie, ihre Schönheit im Plan Gottes wieder neu bewusst machen. Jesus, Maria und Josef, hört und erhört unser Flehen. Amen. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Mach mich wieder froh mit deinem Heil, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Dann lehre ich Abtrünnige deine Wege und die Sünder kehren um zu dir. Befrei mich von Blutschuld, Herr, du Gott meines Heiles, dann wird meine Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit. Herr, öffne mir die Lippen und mein Mund wird deinen Ruhm verkünden. Psalm 51, Verse 12 bis 17. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei EWTN News zur Bischofssynode live für Sie aus Rom.
Mit meinem Kollegen Robert Rauhut begrüße ich nun unseren Studiogast, Professor Stefan Kampowski. Herr Kampowski, Sie sind Professor für christliche Anthropologie, also für das christliche Menschenbild. Und Sie lehren hier in Rom am päpstlichen Institut Johannes Paul II. Für Studien über Ehe und Familie. Aber Sie sind auch viel unterwegs. Ich habe Sie schon einige Male hören können. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Eine große Freude. Danke für die Einladung. Letztes Jahr haben Sie ein Buch veröffentlicht, in dem Sie sich mit Kardinal Kaspers Rede von 2014 beim Konsistorium im Februar auseinandersetzen. Das wahre Evangelium der Familie ist der Titel. Richtig. Können wir kurz mal zeigen. Genau, und jetzt ist ganz frisch noch ein Bändchen erschienen mit dem Titel Familienmodelle in der Diskussion. Unvollkommene Ausdrücke desselben Ideals. Der Titel ist nicht einfach. Worum geht es? Es geht um die Frage, ob die Lehre der Kirche über Ehe und Familie einfach ein unerreichbares Ideal ist, das man dann auch an die Realität mehr oder weniger anpassen muss, oder ob es etwas ist, das wirklich lebbar ist. Dass die Kirche in einem prophetischen Ansatz mit mehr Mut proklamieren muss. Das ist so die Frage. Ist das ein unerreichbares Ideal oder ist es etwas, das zu unserem Leben spricht, das in unsere konkrete Situation hineinspricht? Meine These ist das Letztere. Das ist etwas ganz Konkretes. Herr Professor, können Sie für unsere Zuschauer noch mal erklären, worum es geht, wenn wir über das Ideal auf der einen Seite und die Realität von Ehe und Familie auf der anderen Seite sprechen? Ich meine, das ist sicher eines der zentralen Probleme, eine zentrale Frage auch für die Synode. Was ist mit der Lehre von Ehe und Familie wirklich gemeint? Wenn Jesus sagt, was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen, was meint er damit? Ist das eine Art poetischer Ausdruck? Ist das etwas, das zwar schön wäre, wenn es ginge, aber das mit der Realität der Menschen nichts zu tun hat, was wir dann entsprechend an die Realität anpassen müssen? Oder ist es etwas, wo er uns auch die Kraft zugibt? Das sind, meine ich, auch zwei verschiedene Ansätze, die es auch bei der Synode gibt. Es gibt Vorschläge, eben, die sagen, es ist nur ein Ideal, ein poetisches Ideal. Was Jesus wirklich meint, ist, seid lieb zueinander, nehmt Rücksicht aufeinander, achtet einander, behandelt einander mit Respekt. Und wie sich dieser Respekt und diese Ehrfurcht und diese Liebe dann ausdrücken, das wäre zeitlich, geschichtlich zu sehen. Das kommt auf die Geschichte drauf, auf die Zeit drauf an. Das würde eine Sache bedeuten in Palästina um das Jahr 30, eine andere Sache im Mittelalter, im christlichen Mittelalter, eine andere Sache noch in unserer heutigen Kultur. Aber Sie würden Ideal und Realität nicht trennen, indem man sagt, das Ideal ist das Schöne und Gute auf der einen Seite, die Realität ist aber schlecht und manchmal brutal. Ich würde sagen eben, dass Jesus uns nicht einfach nur ein unerreichbares Ideal verkündigt hat, sondern etwas ganz Konkretes für unser Leben. Die Worte Jesu, die treffen unser Leben. Es ist nicht ein unerreichbares Ideal. Sie sprechen ja in Ihrem Buch auch von zweiten Ehen, von zweiten Verbindungen und deuten ja mit auch, dass man auch bei diesen Begriffen ein wenig achten muss, was sie eigentlich bedeuten. Was heißt das denn beispielsweise auf die Ehe und ihre Güter? Gut, also ich habe mich sehr bemüht, auch mit meinem Kollegen in dem anderen Buch, das wahre Evangelium der Familie, haben wir uns sehr bemüht, immer davon zu sprechen, von den zweiten Verbindungen oder von den wiederverheirateten, geschiedenen, zivilrechtlich geschiedenen, zivilrechtlich wiederverheirateten. Wenn wir das genau nehmen, dann gibt es eben keine zweite Ehe. Obwohl einige Theologen dann doch immer von zweiter Ehe sprechen. Aber es ist dann genauer zu sagen, eine zweite Verbindung. In einer zweiten Verbindung ist eben die Frage, oder einige Theologen behaupten auch, in einer zweiten Verbindung, die wir jetzt nicht Ehe nennen wollen, aber werden doch einige Güter der Ehe verwirklicht. Zum Beispiel die Treue. Zwei Leute
zwei Menschen, die geschieden sind, eine neue Verbindung eingehen, könnte man sagen. Die sind treu. Und das ist doch etwas Gutes, wenn sie ein Versprechen geben füreinander und einander Treue geloben. Was man dabei allerdings vergisst, ist, dass es ja genau dieses zweite Versprechen ist, mit dem sie das erste Versprechen brechen. Es ist genau dieser Schwur der Treue, durch den sie dann ihrer ersten Liebe, dem Menschen, dem sie Treue für immer versprochen haben, endgültig untreu werden. Man beruft sich ja dabei sehr gerne in der Diskussion auf das Gewissen, auf eine subjektive Kategorie. Aber was heißt das denn konkret? Wenn sich jeder auf sein Gewissen beruft, dann geht auch jeder seinen Weg. Warum ist auch die Berufung auf das Gewissen zu vertiefen? Es ist wichtig zu vertiefen, was es bedeutet, wenn wir von Gewissen sprechen. Ist Gewissen einfach das, wie ich mich im Moment fühle? Oder ist es nicht doch auch etwas Objektives? Das Gewissen, sagt der selige Kardinal Newman, das Gewissen hat Rechte, weil es Pflichten hat. Und die Pflicht des Gewissens ist, sich an der Wahrheit zu orientieren, an der Wahrheit zu formen. Das ist also die erste Pflicht des Gewissens. Das Gewissen ist kein Orakel, das mir sagt, dass mir aus dem Nichts einfach etwas sagt, sondern es formt sich an der Wahrheit. Okay. Was mich persönlich an Ihrem Buch begeistert hat, ist auch die transparente und sehr sachliche Art und Weise der Darstellung. Und ich muss sagen, das hat mir insgesamt öfter mal in der Diskussion um Ehe und Familie gefehlt. Was sind für Sie und was würden Sie uns empfehlen, die Grundbausteine für eine gute Diskussion, eine fruchtbare Diskussion zu Ehe und Familie? Ich meine, eine ganz wichtige Sache, die da sein darf und sollte, ist Mut. Den Mut unserer Überzeugung, den Mut unserer Überzeugungen zu haben. Oftmals meinen wir, wie gesagt, das Ideal der Ehe und Familie, dass wir oder dass die Kirche, dass wir als Kirche verkünden, das ist ja was Schönes, aber wir können es den Menschen nicht zumuten. Das ist, manchmal meinen wir, die christliche Botschaft sei eine Zumutung, aber das ist sie ja nicht. Sie spricht von etwas, das dem tiefsten Sehnen der Menschen entspricht, auch gerade der Jugendlichen. Ich hatte schon erlebt, dass ich zu Jugendlichen über die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Gesprochen habe, die dann nach dem Vortrag zu mir gekommen sind und gesagt haben, hören Sie mal, Herr Professor, jetzt bin ich schon 19 Jahre alt, ja, so alt. Und es hat mir noch niemand gesagt, wenn mir doch jemand früher das gesagt hätte. Es ist etwas Schönes, etwas, das die Menschen wollen. Wir möchten ja lieben. Wir möchten, dass unsere Liebe bleibt, dass sie beständig bleibt. Wir möchten, dass sie ausschließlich ist. Wir möchten im Leben fruchtbar sein. All die Güter der Ehe sind doch das, was die Menschen im tiefsten Herzen sehnen. Und das Problem ist eben die Verzweiflung. Wir meinen nicht, die Menschen meinen nicht, dass Liebe wirklich möglich ist. Und die gute Nachricht, die Jesus uns bringt, ist die, dass es wirklich möglich ist. Ja. Dazu habe ich ein schönes Zitat aus Ihrem Buch, was diese Hoffnung auch bestärkt. Sie zitieren das Instrumentum Laboris, also das Arbeitspapier der Synode vom letzten Jahr. Und Sie schreiben, eine erhebliche Zahl von Bischofskonferenzen stellt fest, dass da, wo die Lehre der Kirche in ihrer eigenen menschlichen und christlichen Schönheit in Tiefe weitergegeben wird, sie auch von einem Großteil der Gläubigen mit Freude angenommen wird. Also das können wir wirklich als Ermutigung auffassen und als Ermutigung, uns mehr damit zu befassen. Eine etwas provokante Frage. Sie haben einmal gesagt, dass die katholische Kirche keine glückliche Ehe verspricht, nur dass die Ehe hält in einem Interview. Das müssen Sie ein bisschen erläutern. Ja, was ich meinte, ist, dass natürlich Gott uns verspricht, den Beistand verspricht, das Ehesakrament verspricht uns den Beistand der Gnade, eine durchaus gelingende Ehe zu leben. Es verspricht uns einmal nicht, was kommt darauf an, was wir einmal mit Glück verstehen. Das Versprechen
sicher nicht, dass wir uns emotional 40, 50, 60 Jahre auf einem Hoch befinden werden. Das einmal nicht. Dann auch wollte ich damit ausdrücken, mit diesem Ausdruck, dass das Ehesakrament keine Magie ist. Dass zwei Leute sagen, wir haben ja jetzt kirchlich geheiratet, wir haben das Sakrament geschlossen, Ehebund vor Gott geschlossen, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Gott lädt uns ein, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er lässt Raum für unsere Freiheit. Aber wir können dabei wissen, dass die Gnade immer da ist. Die Gnade ist da, das ist uns verheißen. Und sicher auch die Verheißung eines erfüllten, auch glücklichen Lebens. Ich habe noch eine schöne Sache in Ihrem Buch gefunden. Es gibt viele schöne Sachen, aber Ihre Begriffserklärung für den uralten Begriff der Ehe, den die Kirche verwendet, Matrimonium. Was hat es damit auf sich? Das ist ein ganz tiefer Begriff, wirklich. Matrimonium setzt sich zusammen aus zwei lateinischen Wörtern. Das eine ist Mater, das ist die Mutter. Das andere Wort ist Munus, das ist ein sehr reichhaltiger Begriff, der übersetzt werden kann einmal mit Pflicht, könnte übersetzt werden mit Geschenk. Und am besten ist er zu verstehen als eine Mission, eine Sendung. Die Römer, wenn sie eine Sendung bekommen haben, ein Amt, sagen wir, ein öffentliches Amt, dann haben sie Feste gefeiert und Geschenke verteilt, deswegen Geschenk. Also Munus ist ein Amt, eine Sendung. Matrimonium ist eine Sendung, die Sendung zur Fruchtbarkeit, dazu das Leben weiterzugeben, das Leben zu schenken. Das war ein Schlusswort, vielen Dank. Ehe und Familie, ein unerschöpfliches Thema. Dennoch sind wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Abschluss unserer Sendung angelangt. Wir laden Sie ein, selber aktiv in der Neuevangelisierung mitzuwirken und sich auch einzuklinken online mit Mut, mit Freude. Und dazu kennen Sie ja unsere Homepage ewtn.de, die verschiedenen Social-Media-Plattformen. Und morgen Abend um 20 Uhr geht es wieder weiter live bei EWTN in Rom. Herzlichen Dank und guten Abend, Gottes Segen.